bisher hat die EU da überhaupt keinen Schlüssel. Das wollte man in der Vergangenheit nicht. Und da hat man immer auf Freiwilligkeit gesetzt. Aber ich gehe davon aus, dass sich da viele Länder morgen auch bereit erklären werden, Flüchtlinge aufzunehmen. Vielen Dank, Jasmin Gebele nach Brüssel. Apropos Flüchtlinge, wir wollen an dieser Stelle noch mal kurz auf aktuelle Bilder schauen aus Polen. Nahe der ukrainischen Grenze, klar, Polen bereitet sich vor und hat schon viele, viele Flüchtlinge aufgenommen. Mehr als 100.000 Menschen sind nach Schätzungen der Vereinten Nationen aktuell auf der Flucht, aber es wird mit Millionen gerechnet. Ja. Von viel Solidarität haben wir dort auch gehört in den vergangenen 3 Stunden unserer gemeinsamen Sendung von RTL und NTV hier. Bei NTV geht es weiter mit einem Spezialkrieg in der Ukraine, Angst in Europa, und bei RTL und NTV sehen Sie um 15 Uhr eine gemeinsame Sondersendung zum Krieg in der Ukraine, gemeinsam mit Und wir sagen Dankeschön für Ihr Interesse, Dankeschön für Ihr Vertrauen. Wir beide verabschieden uns und wünschen Ihnen einen guten Tag. Ja, und damit herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Sondersendung bei RTL und NTV. Wir haben unser normales Programm heute aufgebrochen. Kein Wunder, es sind besondere Zeiten. Denn